Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem Länderguide, den zweiten auf unserem Kanal. Diesmal geht es um Guatemala. Das war der Start unserer Weltreise. Wir waren jetzt 6 Wochen hier, haben wirklich viel vom Land gesehen und können es jedem nur ans Herz legen, wenn ihr mal eine Reise nach Mittelamerika machen wollt. Das ist eine sehr gute Alternative zu Costa Rica, was deutlich teurer ist, oder zu Mexiko, wo es deutlich voller ist. Von daher, ja, hier haben wir jetzt alle Highlights, Routen, Kosten, alles, was ihr für einen Aufenthalt in Guatemala braucht. Viel Spaß! Bevor wir aber zu den Highlights kommen, wollen wir dir erstmal ein paar allgemeine Informationen über Guatemala mitgeben, denn wahrscheinlich läuft das Land bei dem einen oder anderen noch unter dem Radar, nehmen wir mal an. So war es ehrlicherweise bei uns beiden auch, bevor wir uns damit beschäftigt haben im Rahmen unserer Weltreise. Guatemala liegt in Mittelamerika, südlich von Mexiko, und das ist ein relativ kleines und dünn besiedeltes Land. Von der Fläche her ist es ungefähr so groß wie die östlichen Bundesländer oder Island und hat ungefähr so viele Einwohner wie die Niederlande. Die Hauptstadt ist Guatemala City, was auch gleichzeitig die größte Stadt des Landes ist. Und die offizielle Währung hier ist der Quetzal. Und die beste Reisezeit ist von Oktober bis April. Das gilt hier allgemein als die Trockenzeit. Dann kommen wir zu den Highlights, von denen es tatsächlich richtig viele in Guatemala gibt, obwohl das Land nicht so groß ist. Wir starten mit Antigua, der schönsten Stadt Guatemalas und auch eine der schönsten Städte in ganz Mittelamerika. Antigua war die alte Kolonialhauptstadt der Spanier und ist eine sehr, sehr bunte, schöne Stadt mit ganz vielen bunten, farbenfrohen Häusern und süßen Gassen und alten Ruinen und prachtvollen Gebäuden. Und dazu kommen ganz viele Cafés, Restaurants und Bars, denn es ist auch schon ein touristischer Anziehungspunkt hier. Und das Coole ist die Kulisse hier drumherum, denn Antigua liegt zu Füßen von gleich 3 Vulkanen. Ja, und ein Vulkan davon ist auch noch aktiv, und zwar der Fuego. Und das ist eines der größten Highlights in Guatemala, vielleicht das größte Highlight insgesamt. Und zwar macht man eine Wanderung auf den Atacenango. Das ist der Nachbarvulkan vom Fuego. Der liegt auf 4000 Metern Höhe. Die Wanderung dauert insgesamt 2 Tage, ist ziemlich hart, ziemlich anstrengend, es wird ziemlich kalt. Das Basecamp liegt auf 3600 Metern und von da aus hat man eine wunderschöne Aussicht auf den Fuego, der alle 20 Minuten, eine halbe Stunde vor den eigenen Augen ausbricht. Und ganz spektakulär wird das Ganze dann noch in der Nacht, wenn alles dunkel ist und der Fuego rote Lava spuckt mitten in der Nacht. Also wirklich ein einmaliges Erlebnis, was man, glaube ich, nur hier in Guatemala so sehen kann. Und am nächsten Morgen um 4.30 Uhr macht man sich auf für die Wanderung auf den Summit vom Atacenango und sieht man von 4000 Metern auf den Fuego runter, der dann wieder vor den Augen ausbricht. Also es war einer der krassesten Erfahrungen, die wir jemals gemacht haben und ja, unserer Meinung nach auch das krasseste Highlight hier in ganz Guatemala. Ja, apropos Vulkane, davon gibt es noch mehr in Guatemala, unter anderem auch am Lake Atitlan. Das ist der schönste See Guatemalas und der ist auch umgeben von gleich mehreren Vulkanen, was ein wunderschönes Panorama ergibt. Das Coole am Lake Atitlan ist, dass es ganz viele verschiedene Orte drumherum gibt und die haben alle ihren ganz eigenen Charakter. Es gibt zum Beispiel Panajachel, was so die Ankunftsbasis ist, und da hat man den schönsten Blick auf die Vulkane. Dann gibt es San Pedro, das ist so die Backpacker-Hochburg, wo man auch Party machen kann und gut Leute kennenlernt und was auch ein bisschen günstiger ist. Dann gibt es San Marcos, das ist bekannt für Yoga, Meditation und Spiritualität. Also da ist echt für jeden was dabei. Ein weiteres Highlight und vielleicht sogar ein kleiner Geheimtipp ist die Stadt Quetzaltenango, die hier jeder nur Chela nennt. Und das ist die zweitgrößte Stadt Guatemalas. Trotzdem verirren sich nur relativ wenige Touristen dorthin, völlig zu Unrecht. Denn die Stadt ist wirklich schön und obwohl sie so groß ist, hat sie eigentlich keinen Großstadtflair, sondern ist eher ein bisschen entspannt und gemütlich. Und es gibt verschiedene Parks und überall stehen alte Gebäude. Ähnlich wie in Antigua, aber irgendwie auf eine entspanntere Art und Weise. Und was auch cool ist, sind die Wanderungen, die man dann drumherum machen kann. Chela liegt nämlich zu Füßen des Santa Maria, eines Vulkans, der ungefähr 3700 Meter hoch ist. Und direkt daneben liegt der Santiago. Das ist der dritte aktive Vulkan hier in Guatemala. Und wenn man eine Wanderung auf den Santa Maria macht, auf den Summit oder nur auf so einen kleinen Aussichtspunkt, dann hat man eine wunderschöne Sicht auf den Santiago und sieht den auch noch ein bisschen rauchen. Guatemala hat aber auch noch mehr als nur Vulkane zu bieten. Zum Beispiel das Naturschauspiel Semucchampay. Das ist ein Fluss, der mitten durch den Dschungel fließt und in dem sich dann so verschiedene Pools bilden, die ganz schönes türkisfarbenes Wasser haben, in dem man auch schwimmen gehen kann. Man kann da ein bisschen rumklettern, es gibt einen Aussichtspunkt, auf den man dann hochgehen kann und einen schönen Blick auf diese ganze Landschaft hat. Es gibt mehrere Höhlen, durch die man durchgehen kann und man kann dort auch Tubing machen. Das ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel hier. Wir hatten leider ein bisschen Pech mit dem Wetter. Als wir da waren, hat die Sonne nicht geschienen. Kommen wir nun zum einen der größten Highlights in ganz Guatemala, und zwar die Maya-Ruinen von Tikal. Das sind die größten und bedeutendsten Maya-Ruinen hier in ganz Mittelamerika. Kein Wunder, dass die in Guatemala liegen, denn Guatemala hat einen sehr großen Bevölkerungsanteil an Maya-abstämmigen Einwohnern, den größten weltweit sogar. Und dementsprechend ist Tikal von großer Bedeutung. Es sind Ruinen, die ihre Blütezeit zwischen 250 und 900 nach Christus hatten und super beeindruckend sind. Also sie sind teilweise bis zu 70 Meter hoch, liegen mitten im Dschungel, man kann teilweise draufklettern. Manche sind noch von Urwald bewachsen, dazu die ganze Geschichte dahinter. Also wirklich sehr interessant und ein Must-Do. Und das
Ganze macht man von Flores aus, was im Norden von Guatemala liegt, am Lago Petén Itzá. Da sollte man auch 1-2 Tage verbringen, ein paar Ausflüge in der Umgebung machen, durch die Stadt laufen und vor allem die Sonnenuntergänge an der Uferpromenade gucken. Zum Schluss haben wir noch ein Highlight, das nicht bei allen Backpackern auf der Reiseroute steht, was wir aber auf jeden Fall empfehlen würden, weil es nochmal eine ganz andere Seite von Guatemala zeigt. Und zwar ist es im Osten des Landes, Rio Dulce. Das ist eine sehr hektische und laute Stadt, die jetzt selbst gar nicht so sehenswert ist, aber das Schöne ist der gleichnamige Fluss. An dem Fluss gibt es ganz viele schöne idyllische Unterkünfte, von denen aus man sich dann einen Kajak oder ein Kanu mieten kann und eben übers Wasser schippern und diesen ganzen Dschungel und diese tolle Kulisse aufsaugen kann. Von da aus kann man dann mit dem Lancha, so werden hier die regionalen Boote genannt, weiter Richtung Osten fahren, nach Livingston. Und Livingston ist eine der ganz wenigen Städte Guatemalas, die an der Karibikküste liegen. Und die liegt sehr remote, weil sie eben nur mit dem Boot erreicht werden kann. Livingston ist gleich aus zwei Gründen nochmal einen Besuch wert. Zum einen, weil dort einer der schönsten Strände Guatemalas liegt, und zwar der Playa Blanca. Der hat uns richtig gut gefallen, war der erste Strand, den wir jetzt gesehen haben, seit wir auf Weltreise sind. Aber er ist auch einfach sehr, sehr schön mit weißem Sand und Palmen. Und ja, da kann man gut einen Tag verbringen. Und zum anderen ist Livingston auch sehr interessant, weil dort die Garifuna leben. Das ist eine afrikanischstämmige Minderheit und die haben ihre ganz eigene Kultur. Und dadurch hat auch Livingston einen ganz anderen Vibe als alle anderen guatemaltekischen Städte, die wir so kennengelernt haben. Und bringt so ein bisschen diesen Karibik-Flair mit. Kommen wir nun zu der Route durch Guatemala. Da hat sich so eine typische Reiseroute entwickelt, der auch wir gefolgt sind, mit 2-3 Extra-Stops. Wir waren ja insgesamt 6 Wochen vor Ort, wobei wir allerdings die ersten 2 Wochen nur in Antigua waren, wegen dem Sprachkurs, den wir gemacht haben. Dementsprechend lohnt sich auch ein Aufenthalt für 3 Wochen. Das gängigste Fortbewegungsmittel hier in Guatemala sind Shuttles. Damit haben wir uns auch meistens fortbewegt. Aber was man auch immer machen kann, wenn man günstiger unterwegs sein will, ist auf den lokalen Nahverkehr hier zurückzugreifen. Das sind die sogenannten Chicken Busse. Das sind alte, umgebaute amerikanische Schulbusse. Und ja, das kann man auch machen, dauert in der Regel aber ein bisschen länger, aber dafür spart man sich auch einiges an Kosten. Wir wollen jetzt gar nicht so im Detail auf unsere Route eingehen. Das könnt ihr alles auf unserem Blog nachlesen. Da haben wir alles hinterlegt, wie man wohin kommt, was, wie viel kostet etc. Im Prinzip haben wir in Guatemala City angefangen, sind direkt nach Antigua und dann einmal Richtung Westen, dann in den Norden und dann Richtung Karibikküste, in den Osten und wieder zurück. Also quasi einmal eine komplette Rundreise durch Guatemala. Dann kommen wir zu den Kosten, was ja für die meisten immer eine der allerwichtigsten Sachen ist. Also grundsätzlich kann man sagen, dass Guatemala auf jeden Fall ein günstiges Reiseland ist, vergleichbar mit Mexiko und auf jeden Fall deutlich günstiger als Costa Rica. Wir haben jetzt in unseren 6 Wochen vor Ort pro Person 1.700 Euro insgesamt ausgegeben, was genau 40 Euro am Tag entspricht und damit auch genau in unser Weltreisebudget passt. Wir haben die ganzen Kosten in verschiedene Kategorien eingeteilt, damit ihr auch mal nachvollziehen könnt, was ihr so zahlen müsst für Essen, Unterkünfte, Transport etc. Der größte Kostenpunkt für uns waren die Übernachtungen. Wir haben dafür 12,85 Euro pro Person pro Nacht gezahlt und wir waren eigentlich immer in einem Doppelzimmer, meistens mit eigenem Bad unterwegs und haben eher in günstigen Hostels oder Homestays übernachtet. Der nächste Kostenblock ist das Essen. Da haben wir 10,40 Euro pro Person pro Tag ausgegeben. Das ist wahrscheinlich etwas weniger als angenommen, weil wir aber auch die ersten 2 Wochen im Rahmen des Sprachkurses bei unserer Gastfamilie waren, wo wir halt täglich 3 Mahlzeiten serviert bekommen haben. Grundsätzlich ist es so, dass das Essen vielleicht eine der wenigen Downsides in Guatemala ist. Also wir konnten zumindest Bohnen und Mais-Tortillas nach einer gewissen Zeit nicht mehr sehen und haben uns dann auch mal hin und wieder anderes Essen gegönnt. Und grundsätzlich ist es so, dass auch die Auswahl für Vegetarier nicht so gut ist. Der nächste Kostenblock ist der Transport und dafür haben wir im Schnitt pro Tag 5 Euro ausgegeben, was jetzt gar nicht so viel erscheint. Aber das liegt auch einfach daran, dass wir die ersten 2 Wochen eigentlich keine Transportkosten hatten. Ansonsten ist da der größte Kostenpunkt die Shuttles für die längeren Strecken und dazu kommen dann Chickenbusse für kürzere Strecken und die Lanchas auf dem Fluss. Kommen wir nun zu den Aktivitäten. Da haben wir pro Person 225 Euro bezahlt für die gesamten 6 Wochen. Der größte Anteil war davon der Acatenango-Hike für 2 Tage. Sonst waren das Eintrittspreise für Tikal, Simucchampey oder andere Touren wie den Pacaya-Vulkan. Also das summiert sich natürlich mittlerweile, wobei wir empfinden, dass die Eintrittspreise hier eigentlich meistens gerechtfertigt sind. Als nächstes haben wir den Kostenpunkt Verschiedenes. Das sind 211 Euro insgesamt pro Person und das ist in unserem Fall jetzt hauptsächlich dieser Spanischkurs, den wir gemacht haben. Und dazu kommen eigentlich nur noch so ein paar Kleinigkeiten wie Friseurbesuche von Horst oder Mückenspray, was tatsächlich relativ teuer ist. Als nächstes haben wir Kosten für das Internet bzw. die SIM-Karten. Die gibt es ja an jeder Ecke von Claro und Tigo. Da kann man einfach verschiedene Pakete wählen, Laufzeit, Gigabyte, auch verlängern, wenn man es nötig hat etc. Relativ simpel. Das ist bei uns relativ viel, weil wir auch bei unserer Gastfamilie am Anfang für WLAN gezahlt haben, was erstens sehr teuer war und zweitens, wie viele WLANs hier nicht so gut funktioniert hat. Als nächstes kommen wir zu einem Kostenpunkt, der ziemlich hoch ist und auch ziemlich ärgerlich. Und zwar sind das die Gebühren für Abhebungen. Wir haben dafür 35 Euro pro Person gezahlt und das ist deswegen so hoch, weil wir relativ oft Geld abheben mussten, weil man zum einen
vieles nur bar zahlen kann, zum Beispiel die Hostels und die Shuttles. Und zum anderen immer maximal 2000 Quetzales, was ungefähr 235 Euro entspricht, abheben kann. Dementsprechend mussten wir oft Geld abheben und da kamen ziemlich viele Gebühren zusammen. Kommen wir als nächstes zur Wäsche. Da wir ja nur mit Handgepäck unterwegs sind, müssen wir ein bisschen öfter waschen gehen. Nichtsdestotrotz waren es in Summe nur 20 Euro pro Person für 6 Wochen, was eigentlich jetzt nicht sonderlich teuer ist, ehrlich gesagt. Und der letzte ganz kleine süße Kostenpunkt ist Shopping. Das sind 3 Euro pro Person, wobei es eigentlich nicht stimmt. Das sind 6 Euro für mich, 0 Euro für Horst. Ich habe mir einmal einen Top und einmal eine Hose hier auf einem Markt gekauft. So, das waren jetzt alle unsere Kosten auf den Cent genau und ja, ich glaube, wir sind jetzt nicht total teuer unterwegs, aber günstiger geht es auf jeden Fall auch, wenn man in Dorms übernachtet und Local Food isst oder selber kocht und mehr mit den Chicken Buses unterwegs ist, dann kann man mit Sicherheit auch mit locker 35 Euro pro Tag oder sogar weniger hinkommen. So, dann kommen wir jetzt noch zu den 3 Aspekten Sicherheit, Sprache und Corona. Weil das mit Sicherheit auch in der aktuellen Situation interessant ist. Und fangen wir mal mit Sicherheit an. Das ist ein Punkt, der ja bei Reisenden in Mittelamerika immer wieder im Fokus steht und auch Leute davon abhält, hierher zu reisen. Und wir haben in den 6 Wochen lang keine negative Erfahrung gemacht. Wir haben auch von niemandem irgendwelche Horrorgeschichten gehört, wie man sie sonst immer im Internet liest. Ganz im Gegenteil, die Guatemalteken waren immer sehr, sehr nett, sehr hilfsbereit. Und wir haben uns ja wirklich in dieses Land und in die Leute verliebt. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, wir waren meistens nur tagsüber unterwegs, selten nachts und schon gar nicht alleine. Dementsprechend können wir nicht dafür reden, wie es nachts ist oder in Guatemala City. Ich denke mal, nicht umsonst ist hier überall Stacheldraht, man sieht bewaffnetes Sicherheitspersonal. Von daher wollen wir die Gefahr nicht runterspielen. Aber wer tagsüber als Tourist auf den gängigen Routen unterwegs ist und den gesunden Menschenverstand einschaltet, der dürfte eigentlich keine Probleme hier kriegen. Bevor wir hierher geflogen sind, haben wir immer wieder gehört, dass man in Guatemala und generell in Mittelamerika nur sehr wenig Englisch spricht. Und ja, wir können sagen, dass es auf jeden Fall stimmt. Also wir sind überrascht davon, wie wenig die Sprache tatsächlich verbreitet ist. Also man ist wirklich darauf angewiesen, Spanisch zu sprechen oder sich mit Händen und Füßen zu verständigen. Und wir sind auch sehr froh, dass wir diesen Spanischkurs gemacht haben, damit wir zumindest so die Basics haben und im Alltag einigermaßen gut zurechtkommen. Trotzdem sollte sich niemand davon abhalten lassen, wenn er kein Spanisch spricht. Wir haben andere Reisende getroffen, die hier durch Guatemala gereist sind, ohne ein Wort Spanisch zu sprechen. Das ist auch möglich, aber es ist natürlich, wenn man ein bisschen Spanisch spricht, viel, viel einfacher und viel interessanter auch. So, das war's mit unserem 2. Länderguide. Wir hoffen, dass die eine oder andere nützliche Info dabei war. Und wir haben auch für alle Highlights, die wir jetzt angesprochen haben, nochmal einzelne Vlogs, die ihr hier auf unserem Kanal findet. Und auch in schriftlicher Form. Wir haben zu allen Highlights Vlogs geschrieben und auch einen Länderguide. Den findet ihr unter www.betterbeyond.de. Ja, und jetzt so langsam müssen wir uns von Guatemala verabschieden, auch wenn es wirklich schwerfällt. Wir sind aktuell immer noch in Antigua, aber morgen geht es weiter nach El Salvador. Und ja, wir hoffen einfach, wir konnten euch ein bisschen inspirieren, nach Guatemala zu reisen. Wir können es jedem nur dringend ans Herz legen, wenn ihr eine Reise plant, mal nicht nach Costa Rica, nicht nach Mexiko, sondern wirklich mal dazwischen zu schauen. Und ich bin mir sicher, ihr werdet es nicht bereuen.